Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video von Entrepreneurship for Engineers. Im heutigen Video behandeln wir die Fähigkeiten und Methoden, die euch im späteren Berufsleben hilfreich sein werden. Ihr habt auf der Hochschule ein sehr gutes Basiswissen mitbekommen, aber es ist nun wichtig, dass ihr euch weitere Fähigkeiten und Methoden aneignet, damit ihr euer theoretisches Wissen auch anwenden könnt. Salopp gesprochen sagt man, dass ihr eure PS dann auch auf die Straße bringt. Welche Fähigkeiten unsere Interviewpartner nach ihrem Studium im Berufsleben kultiviert haben, seht ihr im nächsten Abschnitt. Also, erster Job ist, man hat Verantwortung im Tun und Machen und man beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit diesem Tun und Machen. Das Handwerkszeug, das man von der Uni mitbekommt, ermöglicht einem, sich in Themen rasch einzuarbeiten. Man lernt viel, man lernt Methoden. Ich glaube, das Wichtigste da drinnen ist, den Fokus auf die wirklich entscheidenden Themen zu bekommen. Wie priorisiere ich richtig? Was ist wirklich wichtig? Was macht mich wirklich erfolgreich? Mit dem Blick auf das Unternehmen, auf die Rahmenbedingungen im Unternehmen, aber auch mit dem Blick darauf, was das Unternehmen am Markt erfolgreich macht. Weil das ist das, was wirklich wichtig ist. Also oft gibt es ja dann auch so interne Kulturen, die gewisse Kriterien schaffen oder Erfolgskriterien schaffen. Wirklich entscheidend ist eigentlich, wie man mit dem Unternehmen und mit dem Produkt des Unternehmens beim Kunden erfolgreich wird. Ein zweites Thema, und damit kann man Spezialist oder in einer Verantwortung als Spezialist sich sehr gut weiterentwickeln. Und das zweite ganz große Thema ist vor allem, wenn man sich mal eine blutige Nase holt, ist an sich selbst zu arbeiten und mit sich selbst zu arbeiten. Sich selbst einmal viel besser kennenzulernen und auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen, als man es normal macht im beruflichen oder privaten Umfeld oder im familiären Umfeld. Und sich auch vor allem sehr kritisch kennenzulernen. Und da drin sind dann die ganz großen Entwicklungsschritte, die weit über das Fachliche hinausgehen eigentlich. Also ich habe angefangen in der AVL als Ferialpraktikant, weiters dann als studentischer Mitarbeiter, habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben, war dann wieder studentischer Mitarbeiter, habe dann meine Diplomarbeit geschrieben und bin dann schlussendlich übernommen worden in die Firma. Und im Zuge dessen, diese unterschiedlichen Stationen, die ich durchlaufen habe, habe ich von den grundlegenden Thematiken in der Abteilung einiges kennenlernen dürfen, was fachliche Punkte betrifft. Aber auch mit dem Wachsen über die Bachelorarbeit zur Diplomarbeit immer mehr Aufgaben bekommen, die vom Fachlichen ein bisschen weggegangen sind und hin in Richtung mit projektorientiert, zielorientiert zu denken. Ich habe gelernt, in einem Team sauber zu arbeiten, mich mit anderen auszutauschen und daraus habe ich viel lernen können. Seiten der Methodenkompetenzen habe ich in unserer Firma vor allem den Umgang mit hochentwickelter, sagen wir mal so, Software gelernt. Heutzutage wird alles mit Software entwickelt. Es gibt ja CE-Programme, Finite-Elemente-Programme, Mehrkörpersimulationen. Das lernt man zwar auf der Uni in gewissen Kursen, aber die richtige Anwendung dieser Programme lernt man quasi nur in der Praxis. Und es dauert Jahre, bis man die richtig bedienen kann. Von fachlicher Seite habe ich zwar eine gute technische Ausbildung, aber was auch zur Fachwissen gehört, sind, wie man richtig Präsentationen durchführt zum Beispiel. Das lernt man zwar auch auf der Uni oder auf der Fachhochschule, aber erst im richtigen Berufsleben wird man reingestürzt. Zum Beispiel, bei mir war es zum Beispiel in den USA, habe einen Vortrag halten müssen über Zulassung vor unserem Zug zum Beispiel. Und solche Wissen und die Erfahrung, vor fremden Leuten im Ausland solche Präsentationen durchzuführen, das lernt man nicht auf der Uni, das ist nur Praxis. Die Fachkompetenzen, die beziehen sich klarerweise immer auf die Aktivität, die man da gerade macht. Das kann sein, in meiner Assistentenstelle an der Universität, strahlenphysikalische Themenstellungen. Das kann sein, in meiner ersten Industrieanstellung, mikromechanisch hergestellte Drucksensoren. Und das kann sein, mein letztes Patent war zum Thema Rheologie und Viskosimetrie bei meiner jetzigen Firma. Wichtiger ist vielleicht, ein bisschen zu beschreiben und zu erzählen über soziale und methodische Kompetenzen. Ich musste nicht lange warten in meiner ersten Firma. Da war ich als sehr junger Gruppenleiter bei einem französischen OEM in der Automobilzulieferindustrie. Wir sind in Paris bei einer Verhandlung gesessen, der Vertriebschef und ich. Und ich war in der Lage,
relativ rasch, also in circa einer halben Stunde, eine Entscheidung zu treffen bezüglich der Akzeptanz eines Spezifikationsparameters, den der Kunde geändert haben wollte. Und das hat uns den Auftrag gesichert, der ist am gleichen Tag an uns vergeben worden. Für mich ist das ein Beispiel von der angesprochenen Analysefähigkeit und auch Entscheidungskraft. Man muss die Themen, sagen wir, strukturiert auf den Tisch legen können und dann kann man sich auch trauen, etwas zu entscheiden. Soziale Kompetenz gibt es, sagen wir, auch einige Beispiele. Da fällt mir am ersten noch ein, meine Tätigkeit in Dortmund, wo ich als Leiter des Sensorstandorts leider auch die Aufgabe hatte, eine Verlagerung durchzuführen. Und in so einem Umfeld lernt man natürlich sehr viel über soziale Kompetenz, über Integrität und über Offenheit, Transparenz, über Fairness, aber auch Konsequenz. Sich selbstständig in neue Fachgebiete einarbeiten, um bei Bedarf schnelle Entscheidungen zu treffen, die zu einem Millionenauftrag führen kann, das ist sicher eine Situation, mit der nicht jeder zurechtkommt. Oder eine Präsentation zu halten vor einem Kunden aus einem anderen Kulturkreis, in einer anderen Sprache, wo es abermals um eine Auftragserteilung geht, also um Geld, ist sicher auch eine Herausforderung. Ja, da geht das richtig die Dosen, das ist ein Wahnsinn, da stehst du dort, da rät's richtig wie das Herz. In solchen Situationen ist es gut, wenn du dich selbst gut einschätzen kannst, auf deine Stärken vertrauen und mit deinen Schwächen umgehen kannst. Wann sich das erste Mal unsere Interviewpartner mit ihren Stärken und Schwächen beschäftigt haben und was der Grund war, seht ihr jetzt. Tatsächlich war das in meiner ersten Firma, in meiner ersten Abteilung, ich würde sagen, am zweiten Tag. Es ist, wenn man es nicht schon vorher weiß, dann wird einem in einem Unternehmen sehr rasch klar, dass man mit Kollegen zusammenarbeitet, dass man gemeinsam dann am schnellsten vorankommt, wenn man effektiv und sinnvoll zusammenarbeitet. Das mündet sofort auch in dem Thema, was kann ich gut, das, was ich gut kann, das mache ich natürlich am besten. Und erinnert mich letztlich an die bekannte Weisheit, man sollte sehr viel mehr stärken, als versuchen, Schwächen auszumerzen. Man sollte seine Stärken einbringen in die Teamarbeit und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, sie auch zu kennen. Auch wieder eine sehr gute Frage. Gott sei Dank sehr früh, weil ich habe das Glück gehabt, in meiner Karriere sehr früh gute Führungskräfte zu haben, die einen kritisch in Frage stellen, aber auch weiterhelfen, Antworten zu finden. Und seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, ist elementar dafür, dass man sein Handeln effizienter und zielgerichteter einsetzen kann. Und damit sehr früh. Es passiert sehr oft bei Jobwechseln natürlich, weil man ja da gerade diese Interviewsituationen gibt, auf die man sich vorbereitet. Ich habe das Glück gehabt, eine Führungskräfteausbildung machen sehr früh, wo auch diese Themen ganz stark abgebildet waren, dass sich selbst kennenlernen. Was kann man eigentlich wirklich gut, was kann man wirklich schlecht? Und was sind die Themen, die man nicht sieht? Was sind die blinden Flecken? Und ich kann nur jedem empfehlen, desto früher, desto besser. Sich damit wirklich sehr, sehr gezielt und auch mit Unterstützung auseinanderzusetzen. Das erste Mal habe ich mir Gedanken gemacht, Stärken und Schwächen im Laufe meiner Diplomarbeit, weil ich da einfach an gewisse Grenzen gekommen bin im Zuge meines Diplomarbeitsprojekts, wo ich nicht mehr weiter gewusst habe und wo ich mir einfach offen einstehen habe müssen, ich muss jetzt wen anderen fragen. Dadurch habe ich aber gleichzeitig meine Stärken besser erkannt und habe dann auch daran gearbeitet. Und es ist, glaube ich, für jeden sehr wichtig und hilfreich, mit so einer Fragestellung, was sind meine Stärken, meine Schwächen, offen umzugehen, weil man ist sich selbst ehrlich gegenüber. Und diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, das minimiert einfach Misserfolge, wenn man zu wem hingeht und sagt, du, ich weiß da jetzt nicht weiter, bitte hilf mir. Andererseits, wenn man sagt, das kann ich jetzt, dann sollte man ganz offen sagen in der Runde, Jungs, das ist mein Fachgebiet, ich habe mich damit schon mal beschäftigt, zu mir.
Es ist auf jeden Fall gut, seine Stärken und Schwächen zu kennen, weil man natürlich im Prinzip eigentlich automatisch drüber stolpert. Das ist im Wesentlichen eigentlich so, dass meine Stärken waren eher immer sozusagen der innovatorische Grad und meine Schwächen waren immer alles das, was zu stark eigentlich ins Detail in der Administration gegangen ist oder in das wirtschaftliche Detail gegangen ist. Und das ist eigentlich, das geht nicht lange gut, wenn man das nicht eigentlich auch im Griff hat. Das hat eigentlich zum ersten Mal so richtig ist mir bewusst worden, dein Job als Projektmanager, wo man auch auf Details natürlich achten muss, wenn man kein Projektteam unter sich hat. Und dort war es einfach wichtig, eigentlich auch und dort habe ich auch eigentlich im Prinzip mehr und mehr von den wirtschaftlichen Kompetenzen mir angeeignet, aus diesem Grund. Also über die Schwächen habe ich mir sehr schnell Gedanken gemacht, nach meiner ersten Fixenstellung, sicher in der ersten Woche, wo einem das Gefühl überkommt, ob man die Position ausfüllen kann. Also das bröckelt da so viel Wissen auf einen ein oder so viel Abläufe, die man nicht versteht. Das heißt, die Leute sitzen drinnen, machen die Arbeit 8 Stunden lang und man sitzt dort und man weiß nicht, was man machen soll. Man hat das Gefühl, man ist komplett völlig überfordert für diese Stelle. Die Stärken, das kommt jetzt im Laufe der Jahre, dass man merkt, dass andere Leute auch nur mit Wasser kochen. Es können sehr viele Leute können sich sehr gut verkaufen, aber im Grunde steckt oft nicht viel dahinter. Und das muss man sich bewusst werden, dass man das Wissen, was man in der Ausbildung gelernt hat und das man sich angeeignet hat, gut ist. Und dass man damit, wenn man das ehrlich verkauft, auch wirklich gut weiterkommt. Spätestens, wenn man über seine Schwächen stolpert, ist es gut, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Jeder kommt früher oder später mal an seine persönlichen Grenzen. In dieser Situation ist es dann gut, wenn ihr Kollegen oder Vorgesetzte um Rat fragt. Wenn du dir offen und ehrlich deine Grenzen eingestehst, kannst du Misserfolge minimieren und lernst schneller aus ihnen. Wir machen Fehler, weil wir zwar Maschinen und andere Produkte entwickeln, aber keine sind. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass ihr offen kommuniziert, wenn ihr ein Fachgebiet gut beherrscht und euch dort einbringen könnt. Und der letzte Punkt für heute ist, dass ihr euch sicher sein könnt, dass niemand die eierlegende Wollmilchsau ist. Oder wie Markus gesagt hat, dass alle letztendlich nur mit Wasser kochen. Ihr seid immer gut beraten, wenn ihr euch auf eure Stärken konzentriert und Lösungen für eure Schwächen findet. Oder wie Konfuzius sagt, lernen, was noch fehlt und vergesst nicht, was ihr schon könnt. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen und freue mich auf euer Feedback. Beim nächsten Mal geht es um den Berufseinstieg und die ersten Erfahrungen in der Privatwirtschaft. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin alles Gute, euer Mr. Pfister.